Hallihallo, meine lieben Fräuleinchens, zum allerletzten Foodhaul im Jahr 2020. Wahnsinn, wie schnell dieses Jahr an uns vorbeigezogen ist, oder? Auf jeden Fall habe ich diese Woche den Christian zum Wocheneinkauf geschickt und was er mal wieder alles Tolles geshoppt hat, zeige ich euch in diesem Video und wünsche euch ganz viel Spaß beim Ansehen. Bevor wir starten, erstmal Frage des Tages: Wie war euer Weihnachtsfest? Ihr könnt es mir gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Wer mir auf Instagram folgt, der weiß, dass unser Weihnachten in diesem Jahr sehr bescheiden war, um es jetzt mal milde auszudrücken. Ja, Madame sitzt mal wieder in Quarantäne, ist ja jetzt auch nichts Neues mehr, ne? Ich bin schon einfach zu lange erkältet. Ich wollte mir ein Antibiotikum beim Arzt holen. Das ist jetzt übrigens die Kurzversion. Und bin raus mit einem Corona-Test, also auf Corona getestet. Ein Antibiotikum habe ich immer noch nicht. Genau, naja, jedenfalls war der Arzt im Urlaub. Deshalb habe ich kein Testergebnis bekommen. Und ja, leider kommt er erst morgen aus dem Urlaub zurück. Und ich hoffe, nach 8 Tagen dann auch endlich mein Ergebnis zu bekommen. Oh, ich bin viel zu hell. Wobei ich ganz stark davon ausgehe, dass es negativ ist. Weil ihr kennt mich, ich verlasse seit Monaten kaum noch das Grundstück nur zum Einkaufen. Deshalb ist es doch sehr unwahrscheinlich, sich was eingefangen zu haben. Genau, naja, auf jeden Fall bin ich halt in Quarantäne. Wir waren Weihnachten komplett alleine zu Hause. Und es war einfach stinklangweilig, ich sag's euch ganz ehrlich. Heiligabend war richtig schön, der war wie jedes Jahr echt richtig toll, so wie wir es uns vorgestellt haben. Erster Weihnachtstag, zweiter Weihnachtstag, es hat einfach komplett die Familie gefehlt, ne? Wahnsinn. Naja, darum soll es jetzt gar nicht gehen hier im Food Hall. Wir fangen an mit unserem Wochenplan. Und bei uns gibt es Wiener Würstchen mit einem Nudelsalat. Dann haben wir einmal Eiernudeln und einen Paprikasalat. Das sind einfach Nudeln nach dem Kochen und mit Ei angebraten. Genau, da gibt es ein Paprikasahnehähnchen mit Reis. Dann haben wir an Silvester nochmal Raclette, weil ich unfassbar viel vom Raclette an Heiligabend übrig hatte. Genau, Raclette-Käse, ein ganzes Päckchen. Fleisch habe ich noch eingefroren. Dann gibt es Freitag bei uns Gulaschknödel-Rotkraut. Knödelrotkraut haben wir übrigens von Weihnachten, weil der Christian das Fleisch leider versemmelt hatte. Und wir durften dann auch noch am ersten Weihnachtstag beim Italiener bestellen. Ganz toll, sage ich euch. Dann gibt es bei uns Kartoffeln, Bratkartoffeln mit Rührei und Gurkensalat. Und wie soll es auch anders sein, es gibt natürlich auch wieder einmal Spaghetti, gewünscht von der Sophie. So, jetzt würde ich sagen, wir starten und als allererstes, das hat mir Christian eben geschenkt, ich zeige es euch jetzt, weil er das halt beim Einkaufen mitgenommen hat. Voll süß, denn heute ist unser 8. Jahrestag. Und ja, Christian hat dran gedacht, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte eigentlich, ich konfrontiere ihn heute Abend wieder damit. Aber er hat tatsächlich dran gedacht und er hat mir einmal die besten mitgenommen von Ferrero. Und einmal so eine XXL-Tasse und da steht draus, komme was wolle. Ich bin immer für dich da. Richtig cool und die ist echt riesengroß, diese Tasse. So, ich stelle das gerade mal schnell an die Seite, damit der Tasse jetzt auch ja nichts passiert. So, sortiert ist übrigens nichts und der Christian war beim Rewe einkaufen. Genau. Wir haben Multivitaminsaft, zweimal von Valensina. Keine Ahnung, ob da jetzt jemals im Angebot war, das kann ich euch diese Woche leider nicht sagen. Und ich weiß auch nicht, was er ausgegeben hat. Oh, es tut mir leid, ich hab jetzt gar nicht gefragt. Ich schreibe es euch einfach wieder oben in den Titel rein, da habt ihr es ja wahrscheinlich gesehen. Christian hat auch eine Kiste Bier gekauft und noch Normalgetränke, wie immer. Genau. So, dann hat er einmal mitgenommen Druckerpapier, das ist ganz gut. Ich habe es nicht aufgeschrieben, aber es geht tatsächlich aus. Dann haben wir so kleine Kartoffelchen wieder. Wir essen am liebsten die kleinen zum Raclette. So, dann habe ich ihm aufgeschrieben einmal Kindersekt für die Kinder an Silvester. Meine Herren, ich sag's euch. Genau, richtig. Dann haben wir einmal Orangenlimonade. Ich will wieder Pershing trinken, habe ich euch ja letzte Woche im Foodhaul schon gezeigt. Ist Weißherbst mit Orangenlimo gemischt. Genau, schmeckt super lecker. Ist auch so das einzige an alkoholischem Getränk, was ich noch gern trinke. Dann haben wir einmal im Netz Clementine. Ich habe das Gefühl, ich kann nicht mehr sprechen. Ich war ja jetzt eigentlich nur eine Woche weg, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe jahrelang kein Video mehr gedreht. Es ist wieder ganz komisch, mit der Kamera zu sprechen, meine Herren. Auf jeden Fall haben wir noch einmal Cherry-Tomaten. Dann, oh, hier ist es schwer, ein Netz Kartoffeln für Bratkartoffeln, genau. Dann haben wir hier zweimal Fusilli-Nudeln.
Oh, ist das jetzt laut? Einmal für Eiernudeln und einmal ja für den Nudelsalat. Genau. So, dann geht's hier weiter. Da hat er Hühnernudeltopf von Erasco. Und tatsächlich, der Jannis isst den so gerne. Ihr wisst ja, der fährt ja allgemein, ne, auf so Suppenkrams, was man anrühren kann, fährt er ja voll drauf ab. Dann einmal Erbsen und Möhren brauche ich für den Nudelsalat. Dann noch ein weiterer Hühnernudeltopf. Genau. Dann haben wir Ravioli gekauft in Tomatensauce. Ja, von Maggi. Genau richtig. Ja, so, wenn Christian einkaufen geht, ne? Übrigens, ich weiß genau, dass es jetzt ein, zwei wieder geben wird, die stänkern, weil der Christian einkaufen war, obwohl ich in Quarantäne bin. Aber nicht mal ich bin offiziell in Quarantäne. Der Hausarzt darf dich nämlich nicht in Quarantäne schicken, das darf nur das Gesundheitsamt. Und die haben ja bei mir nicht angerufen. Ich bin quasi in einer freiwilligen Quarantäne. Und dementsprechend ist Christian ganz normal auf freiem Fuß. Der geht zwar auch nirgendwo groß hin, hat jetzt aber halt den Wocheneinkauf gemacht. Also wie gesagt, wir müssen aktuell nicht in Quarantäne sein. So, dann ein Netz Zwiebeln. Das hatte ich auch aufgeschrieben. Was ich nicht aufgeschrieben habe, ist das hier. Chinesische Chicken Soup von Maggi. Ihr wisst ja, Jannis ist diese Yam-Yam-Suppen jetzt nicht mehr so gern. Ja, der mag die am liebsten. Dann für sie Hähnchen anscheinend. Genau, zweimal Monster ohne Zucker. So, dann ein Päckchen Zucker. Brauche ich zum Backen. Ich will nochmal Schneckennudeln heißt es, gell? Schneckennudeln möchte ich machen, genau. Einmal Mayonnaise für den Nudelsalat. Dann haben wir hier einmal schwarze Oliven. So ein ganz kleines Glas. Ich hoffe, das reicht für uns. Dann einmal Champignons. Brauche ich ebenfalls nochmal fürs Raclette. Dann haben wir Körnchennudeln. Okay, hätte ich jetzt eigentlich gar nicht mehr gebraucht. Aber gut, was wir haben, das haben wir, ne? Dann hat er zweimal Buchstabensuppe für die Kinder anscheinend mitgenommen. Dann von Freshinet diesen alkoholfreien Sekt für Silvester. Weil irgendwie trinkt bei uns niemand so gerne richtig viel Sekt, aber irgendwie zum Anstoßen muss es halt doch sein. Ne? Genau, da habe ich ihm gesagt, er soll einfach einen alkoholfreien nehmen. Dann habe ich hier Portugieser Weißherbst, habe ich ihm auch aufgeschrieben, für meinen Pershing dann zu machen. Genau. So, und zuletzt in diesem Körbchen haben wir noch zweimal Spaghetti. So, ich mache das einmal gerade schnell runter. Dann geht es hier weiter. Und der Korb, der sieht echt, oh Gott, ist der schwer. Der sieht echt witzig aus, so, ihr seht schon, ne? Ihr könnt euch vorstellen, was da jetzt alles kommt. Und zwar habe ich gesagt, also für Silvester ein paar Chips mitnehmen, dass wir halt irgendwas da haben. Da hat er jetzt einmal Chips frisch, die ungarischen. Dann Crunchips Western Style. Dann, es geht noch weiter, Crunchips Paprika. Dann haben wir noch einmal Chio Tacos Texas Barbecue Style. Ja, das war es noch nicht. Geht noch weiter. Von Lay's diese Buckles Nacho Cheese. Dann von Pringles Sour Cream and Onion und einmal Hot and Spicy. So, das war's noch nicht. Wir haben, ja? Moment, Sophie braucht eine Schüssel. Ja, bring ich dir. Weiter geht's. Einmal M&M's Peanut. Das war's noch immer nett. Einmal Malteser. Oh, Malteser sind echt geil. Die habe ich schon jahrelang nicht mehr gegessen. Malteser sind cool. Dann einmal Kinder Bredo und einmal Kinder Country. Ja, ich sag's euch. So, es ist auch noch was Gesundes in diesem Körbchen drin. Und zwar, Moment, das ist jetzt echt viel. Viermal Paprika. Und ja, auch da weiß ich jetzt, dass wieder gestänkert wird bei Plastikverpackung. Aber Leute, ich bin schon dankbar, dass der Christian überhaupt den Einkauf gemacht hat. Also ich will ja jetzt echt nicht so viel von ihm verlangen, gell? So, dann haben wir insgesamt 3 Salatgurken. Eine brauche ich ja fürs Tzatziki und 2 für den Gurkensalat. Dann hat er hier... Nussecken von Lamberts, alles klar. Und einmal Schokobrötchen. Okay, kaufe ich nie, gell? Die kennt er von mir nicht. So, dann hat er einmal Buttertoastbrot mitgenommen. Und dann ist auch dieser Korb voll. Dann mache ich den, ja, voll, ne, weil ich das Zeug wieder reingelegt habe. Aber eigentlich wollte ich sagen, er ist leer. So, weiter geht's. Das war's noch lange nicht. Wir haben hier einmal, oh, hey, der Witzgast, das ist ein Riesenpack. Schaut euch das mal an, ey. Brötchen. Von Koppenrad und Wiesen 20 Weizenbrötchen. So, dann war er anscheinend beim Rewe gleich beim Metzger. Da haben wir einmal Hähnchenbrustfilet für das Hähnchen, was ich da machen will.
Da haben wir ein bisschen Aufschnitt und hier Wiener Würstchen. Genau, da brauchen wir nur noch einen Gulasch, aber den holen wir dann nochmal frisch. Das war jetzt noch ein bisschen früh, weil den soll es erst am Sonntag geben. Dann haben wir einmal Landliebe-Eiscreme-Schokolade. Also ihr seht, das ist für mich jetzt selbst auch eine Überraschung. Ich habe das zwar eben mal so kurz überflogen, habe natürlich aber auch nicht alles gesehen, was jetzt hier im Körbchen drin ist, in jedem Einzelnen. So, was haben wir da? Zwiebel mit Wurst. Jawohl. Dann Mozzarella. Und nochmal so Mini-Mozzarella. Dann hat er mich gedacht, ein Latte Macchiato to go. Habe ich ihm auch nur eine aufgeschrieben. So wie ich sehe, ist es auch nur einer. So, hast, Christian kommt. Hast du mir erzählt, was du mir geschenkt hast? Nein. Schaff dich ab. Ob ich erzählt habe, was ich ihm geschenkt habe. Aber der kriegt nichts, weil er denkt eigentlich nie dran. Jetzt nur, weil er einmal dran denkt, erwartet er gleich ein Geschenk von mir, ne? Max? Ja, dann lass ihn hier. Oh, was ein Chaos hier. So, auf jeden Fall geht's weiter. Wir haben hier noch Philadelphia. Dann habe ich jetzt voll aus dem Konzept gebracht, gell? Dann haben wir ganz viel Ramagriffin, weil ich das diese Woche echt für viele Gerichte brauche. 4 Fläschchen. Es geht aber tatsächlich noch weiter. Und nochmal 2. Oh, da hat jetzt einmal, jetzt muss ich mal gucken, die sind alle 7% Fett, bis auf die eine. Hat er anscheinend falsch gegriffen, ist nicht weiter schlimm. Dann Speisequark, denn ich werde nochmal unser Tzatziki nachmachen. Nicht unser Tzatziki, also ich werde unser Tzatziki nochmal machen zum Raclette. Das ist so lecker und das kommt echt so gut an und so einfach, Wahnsinn. So, 2-mal Schmand, warum 2-mal, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Eigentlich hätte ich nur einmal gebraucht, meine ich. 1-mal Mozzarella. So, dann haben wir hier... Hat er Knoblauchbutter von Mäkle. So, jetzt sehe ich hier ganz viel Milch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pakete Milch. Genau. Dann haben wir Müllermilch. Ja, Schokolade, Müllermilch, Schokolade insgesamt 4-mal. Dann einmal mit Haselnussgeschmack und einmal mit Pistazie-Kokos. Und das ist die Müllermilch, die Selina am allerliebsten trinkt. So, jetzt steht hier alles voll. Ich hole mal die letzte Tüte. Und dann sind wir auch schon durch. So, was haben wir da gut? Wir haben einmal Pink. Nee, keine Pink Lady Äpfel, schade. Aber wir haben Äpfel. Ganz wichtig, die sind uns nämlich jetzt gestern ausgegangen. Äpfel, das geht momentan bei uns weg. Wie verrückt. So, dann. Eieiei. Oh je, ob ich das alles zeigen soll. Diese Asia-Nudeln da noch von Maki Dame Curry. 2-mal und 1-mal Huhngeschmack. So, dann. Ich weiß nicht, was die da vorhaben. Ob die so eine Nudelterrin-Party machen wollen, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir hier dann nochmal solche Becher mit Chicken. Yes. So, die gerade mal auf die Seite. Dann haben wir einmal die streichzarte Butter. Und 1-mal normale Butter. Die brauche ich ja für die Schneckennudeln. Heißt das Schneckennudeln? Irgendwie habe ich einen anderen Namen im Kopf, weil ich komme jetzt gerade nicht drauf. Schneckennudel. Doch, ich glaube schon, gell? Letzte Woche habe ich ja Zimt-Schnecken gemacht und diesmal wollte ich Schneckennudeln. Wie heißt das richtig? Oh, furchtbar. Naja, aber wir haben dann noch Vanillezucker geholt. Brauche ich ebenfalls zum Backen. Und zum Schluss in dieser Tüte noch einmal Puderzucker von Ja. So, das war es tatsächlich auch schon. Ich musste eben kurz einen Cut machen, weil so viel reingekommen ist. Der Christian hat ja schon öfters jetzt eingekauft und ich muss sagen, für das, dass so viele Chips dabei waren, es war aber trotzdem noch absolut im Rahmen dieser Einkauf. Also wer meine alten Foodhalls kennt, wo Christian einkaufen war, die waren um Weiten schlimmer. Von daher, es hält sich dieses Mal echt noch in Grenzen. Also ich muss sagen, hat er echt gut gemacht. Yes, und das war es jetzt auch schon wieder von mir. Und jetzt wünsche ich euch einfach einen guten Rutsch ins neue Jahr. Startet gut rein, feiert schön, so gut es halt eben geht. Wir werden auch auf jeden Fall alleine zu Hause sein und einfach einen Spieleabend mit den Kindern machen. So unser Plan. Also, dann sehen wir uns ganz entspannt im neuen Jahr wieder zum Aufgebraucht-Video. Genau, das müsste ich auch noch für euch abdrehen. Ja, zum Aufgebraucht sehen wir uns wieder. In diesem Sinne, meine Lieben, macht's euch fein und ja, bis dann. Ciao.